Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer Quo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Good Eater 2 Rage Burst. Ja, nachdem mir ja Deception 4 das Spiel selber den Spaß versaut hat, kommt jetzt das neue Spiel. Ja, wie nennen wir uns denn natürlich die Punkt. Wow. Spitzname Crow. Fertig. Ich muss gleich noch den Zombie bisschen runterschrauben. Na klar, bin ich männlich. Aha, Frisurenstil. Alles klar. Manche sind ja. Ja. Wie gesagt, das ist ein unbekanntes Game. Gefällt mir. A-Farbe. Schwarz. Eine Haarklammer. Wirbel. Ja. Sieht ja nicht wirklich. Okay. Jetzt mal gut. Schluss jetzt. Scheiße. Okay. Jetzt geht's langsam zu weit. Okay, die Hörner gefallen mir ja. Okay, hört jetzt mal auf. Ja. Gott. Warum laufen halt auch was? Head in the battle. Yeah! Ha! Who's got our first? Oops. Sorry, my bad. Ja, das passt mir. Spielstand wird klar. Ja, da hatte ich schon mal einen, um mal auszuprobieren. Ja, gut, Ida. So, da bin ich wieder. Es wurde eine Szene blockiert. Das, wo Musik unterliegt ist, wird nicht blockiert, aber die nächste Szene, alles klar. Naja. Please try to relax. After all, you were chosen to be here. I shall now test your Godart compatibility and your potential to join the Anti-Aragon Impunity Force, the God Eaters.
I say test, but please don't concern yourself with such words. All will be well, I assure you. The restless god already knows all about your nascent potential. I wish you the best of luck. Incompatible? Not this one. Look closely. They show the same spirit you did after your baptism, Julius. Congratulations! You have risen where others would fall. You have become a God-Eater. Soon, the power that sings through your veins will be awakened. You will be welcomed into our elite special forces, the Blood Unit. Blood are my chosen soldiers, superior to all other God-Eaters. My finest warriors will herald a new dawn for all humankind. For now, rest. You must recover your full strength. I expect great things. Ja, okay, ich muss eindeutig den Ton ein bisschen leiser stellen. Ich hoffe, das kann ich jetzt. Du hast dann einen Ortgegenstand erhalten. Es ist jetzt im Laden verfügbar. Ja. So, erstmal Option. Doch nur. Wie kann ich? Ach, Lautstärke. Machen wir alles hier auf normal. Ja, will ich. So, jetzt mal ein bisschen die Musik runtergedreht, das war ja vorher nicht aufzuhalten hier. Das Ding will mich jetzt wahrscheinlich verarschen. Ja, will mich. Okay. Die Musik müsste runtergedreht sein. So, Good Eater ist ein, natürlich ein J-Game aus Japan. Und du hast eine Nachricht. Die Musik ist. So, die Musik habe ich. Jetzt. Avatar-Karte, meine Karte. So. Grundtraining extra. Ich hab's lange Zeit nicht mehr angezockt, deswegen. Status. Aha. Messer, Schild, Prototyp. Alles klar. So. Glückwunsch, du bist zum Bestehen deinen Eignungstest für den Good Eater und die Plots. Ich bin Fan deiner Anweisern. Nun, da du den Test bestanden hast, wurde dein Zugang zu Danban offiziell freigeschaltet. Ich werde mein Möglichstes tun, um dich in deiner Zeit als Blood Recruit zu unterstützen. Was ist ein Good Eater? Ein Good Eater sind die einzigen, die sich den Akami, die unsere Existenz bedrohen, entgegenstellen können. Bald wirst du ihnen dort draußen sein. Ich freue mich schon darauf zu sehen, was du kannst. Was ist Blood? Einige Good Eater weisen eine Kompatibilität mit den besonderen
Selektionsfaktoren auf, was sie zu den Besten der Besten macht. Entschuldigung. Wenn du mehr wissen willst, sieh dir hier Einträge in Datenbank an. Du findest sie im Terminal. Was ist die Datenbank? Die Datenbank enthält alle möglichen Informationen. Sieh dort nach, wenn dir ein Begriff unbekannt ist. Über das Terminal zu deinen Rechten kannst du die Datenbank zugreifen. Verstanden. In der Ausdruck Garten. Du kannst ihn auch nutzen. Okay. Das sind die sogenannten Terminals. Ich habe erstmal Post. Okay. Alles klar, das lese ich mir nicht alles durch. Ich sag immer. An allen neuen Plotten, die am Ortmann in der Hobby findet ihr Gegenstände zum Coolen oder Folge. Ja. Hier die Ausrüstung, das will ich erklären. Das ist zum Beispiel ein Messer. Das ist eine Klinge. Und diese Waffen. Hammer. Oder die Sense. Ich weiß nicht, was ich als erstes nehmen soll. Typ Kurzschwert. Hier haben wir Schusswaffen. Ein SPG, ein Sturmgewehr, eine Sprengwaffe, die haben wir jetzt ausgerüstet und eine Schrotflinte. Ich würde gerne aber erstmal mit dem Sturmgewehr anfangen. So, somit haben wir das Sturmgewehr. Dann ein Schild. Es gibt hier drei Arten von Schild. Das Tara, das was wir jetzt haben und der Turm. Viele beeinträchtigen dann das Kampfgeschehen. Prototyp. Aber im Nahkampf nehme ich jetzt die Sense. Der Hammer für die Scheiße. Das Messer. Bleib ich beim Messer? Ich bleib erstmal beim Messer. So. So, hier kann man Inventar entnehmen. Oh, guck mal. Ich habe hier einige Sachen schon. Was? Aha. Das sind Fallen. Und das sind dann die... Ah, ins Gepäck legen. Inventar, Lager. Ah. Okay, dann nehme ich mir davon mal 10. Jo. Ausrüstung hatten wir ja schon. Ah, hier kann ich speichern. Nice. Ja, Leute, das ist... Man muss hier erstmal sich zurechtfinden. Also tut mir leid, wenn ich ein bisschen lange dauert. So. Was sagt der? Hey du bist neu hier, oder? Willkommen auf der fahrenden Festung Freya, der Stolz von Fenrir. Ich drücke die Daumen, dass du bei zu einem vollwertigen Mitglied bist. Ich freue mich schon. So, das ist der Einkaufsautomat. Was zu kaufen? Nahkampfwaffen. Aha. Ah, die sind schon beschützt. Also man kann hier auch Waffen kaufen. Natürlich die zugehörigen Kugeln. Okay. So, dann wollen wir erstmal den Fahrstuhl benutzen. Garten. Wir fahren erstmal in den Garten rein. Oh. Tap, 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 tap. Blumen. Ah, mein Kollege. Ah, I hear congratulations are in order on the results of your compatibility test. I'm glad of your success. Please, sit. Nö. This is the most peaceful location on Friar. I come here when I have free time to reflect. Und du bist? My apologies. I haven't properly introduced myself. My name is Julius Visconti. I serve as captain of the Blood Special Forces Unit, which you will soon be joining. Please, no need to be nervous. I'm rather looking forward to working with you.
Well, I have some tasks to attend to. Feel free to tour, Friar, once you've gotten some rest. We'll speak again soon. I'm certain. Ja, wir werden später ineinander mit reden. Ein schneller Wolf. Mal gucken, finde ich hier noch was? Also Goodita, wie gesagt, ist eine Spielereihe aus Japan. Wurde dann zum Anime umgewandelt und durch den Anime habe ich erst das Game kennengelernt und ich fand es Hammer. Alter Schwede. Hat das die oberste Etage? Du bist nicht adoziert, die ist nur um zu betreten. Mann, no. Okay, ich darf keine Räume betreten. So, jetzt muss ich wegen Missionen besprechen. Leute. Hier ist mein Abwurf, ja, wenn du weißt, wenn du es nicht willst, komm hier. Mission annehmen. Was ist eine Mission geschafft? Was geschieht auf einer Mission? Als Goodita hast du zwei Hauptziele. Arcani mit deinem Goodita vernichten und nicht zu sterben. Als erstes musst du die Grundlagen lernen. Es ist wichtig zu trainieren, bis du alles gelernt hast. Was geschieht? Als erstes musst du eine Mission annehmen und dann, da ich eine Anweisung bin, funktioniert alles über mich. Verlasse die Basis durch die Saison und erst die Rückkehr. Ja. Ja, machen wir mal das. Machen. Das Basistor hinter der Terminal zu deinen Rechten, aber bitte sei vorsichtig. Du kannst in diese angenommene Mission. Jawohl. Wir haben eine Mission angenommen, also Einsatz. Dann trainieren wir mal gucken, wie es ankommt. One of the most crucial tasks in any conflict is to understand your surroundings. Take a look around. Aha, Steuerkreuz bewegt mir die Kamera. Good looking. Now then, focus straight ahead. All right, your keen eyes work well enough. Aha. Next to movement. Laufen. Rennen. Ah, und springen. Those two raised platforms there. Go ahead and climb them if you will. Sometimes that difference in elevation can be the difference between victory and defeat in battle. Okay. Oh, yep. Juhu, ich bin Mario. Always be conscious of your stamina. Pushing too hard and losing your breath in battle could end in death. Yep. Let's get a quick warm-up in. Why don't you run around for a bit? Ja, hab ich. Ah. Was war das denn? Oh, cool. Muss ich jetzt meinen Ausdauer auspowern oder wie jetzt? Excellent. Feeling good? Now on to the key of your life as a God Eater. Combat. That weapon you wield is a God Arc. The only tool capable of harming an Aragami. There, you will see some mock-ups of Aragami for you to test your blade upon. Fight them. Your God Arc is more versatile than you might imagine. It can switch to a ranged weapon, gun form. Transform your arc and fire at those simulacrum. Attacks in gun form use oracle power. Always watch closely to make sure you don't tire yourself out. These are the absolute basics. Now go ahead and make use of them against the Aragami before you. Schlüssel verbrauchen, okay. Ja. Ah. Autsch. Erstmal die Grundlagen. Verstehe. Also es ist ein bisschen aufgebaut wie ein kleines Second Slayer. Aber okay. Du hast GFP verdient. GFP können genutzt werden, um den Verbündeten, die dich zukünftig kämpfen, begleiten, bestimmte persönliche Fähigkeiten zu erhalten.
PP können beim erstmaligen Abschluss einer Mission verdient werden und selten bei Abschluss einer Spezialmission. Im Laufe der Mission gesammelte Materialien und verbrauchte Gegenstände werden automatisch ins Lager geschickt und sind über die Terminal aufgebaut. Alles klar. Okay. Hey there! You were so freaking super amazing out there today! You're a newbie, huh? I mean, new to this. Blood, special force. You know what I mean. I'm Nana Kozuki, cadet second class. I just got brought up too. It's so awesome to meet you. Yeah. Du magst essen was, oder? Wie war dein Training? For sure do. Na klar doch. Who doesn't? Deliciousness is universal. A god eater's gotta keep her strength up. Eating's just another form of training, right? Aha. Oh, by the way, as a token of our newfound friendship, ta-da! Sandwich! It's my mom's secret super special recipe. An amazing Odin sandwich! Give it a try. Bet you love it. Ich hätte jetzt gerne auch ein Sandwich. Oops! Training starts any minute now. I almost totally zoned. Sandwiches are a blessing and a curse. Sorry, gotta run. See you soon! Oh, hey! I'll be really mad if you leave even a single crumb. So enjoy. Okay. Ja. Natürlich. Ah, oh, schon wieder ein neues Boss oder was? Sie haben Post. Boss? Sie haben Post. Da vier Schüsse. Ich bin es nicht gewohnt, so etwas zu schreiben. Also mache ich jetzt kurz. Du. Tun wir unser Bestes. Nana, danke für Ihr Freund. Ich bin so froh, dass noch jemand zur gleichen Zeit in der Einheit angetreten ist. Geben wir unser Bestes. Falls du mal ein Sandwich möchtest, ich teile gerne. Ja, immer her damit. Essen. Naja, okay. Erstellen. Hier kannst du Missionen erkennen, Mariana zum A. Also, Nahkampfwaffe. Sprich, ich könnte das Messer. Ah. Verstehe. Okay. Ausrüsten. Aber ich das Messer finde ich scheiße, bin ich ehrlich. Ach, ich nehme mal die Klinge. Ja Leute, das würde ich mal sagen, was dann mit der ersten Folge von Good Eater 2 Witchburst, also die nächsten Folgen werden ein bisschen actionreicher, denke ich mir mal. Dementsprechend sage ich wie immer, zack gut, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Gamerdico ist raus. Kurz und schmerzlos Leute, links auf der Säule die letzte Folge des Projekts, rechts auf der Säule ein anderes Projekt, schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal, lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit, ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.